herzlich willkommen bei Man Secret, heute mal aus einer ganz anderen Location und zwar hier bei Medical Exklusiv, quasi exklusiv in den Räumen. Ja, Man Secret live aus Istanbul. Nein, ist natürlich Quatsch, bin ich nicht, aber gehen wir zurück. Okay, also Thema heute Botox. Ich durfte hier bei Medical eine Botox-Behandlung mitfilmen. Das ist ein Eingriff, der dauert vielleicht 5 Minuten oder 10 Minuten. In Realtime habe ich das gefilmt. Der Arzt erklärt auch ein bisschen, ist leider in Englisch. Also, was ich damit sagen möchte ist, Freunde, wenn ihr eine Haartransplantation macht, nehmt eure Frau mit, rein mit ins Hotel, macht euch 3-4 schöne Tage, kauft der Ollen eine Handtasche, ja, irgendwo in Istanbul, wenn die Lira günstig ist, kriegt ihr eine fette Handtasche für wenig, wenig Geld, macht ein bisschen Shoppingtour auf dem Grand Bazaar, da mache ich auch nochmal Videos zu und ansonsten habt ihr die Mall nebenan, geht ihr shoppen und wenn du deine Haartransplantation machst, kann sie sich frisch einmal botoxen lassen, fillern lassen, was sie möchte. Und wie so eine Botox-Behandlung in der Türkei aussieht und was sie kostet, das schreibe ich im Nachhinein nochmal dazu, wird dann in der Beschreibung irgendwann stehen, weil da muss ich natürlich erstmal auch anfragen. Also, wie gesagt, wir kombinieren das, bleibt am Kanal Man Secrets. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um eure Frauen. Der Kanal wird natürlich weiterhin um Haare gehen, denn Haartransplantation ist natürlich der erste Punkt, den ich immer noch bearbeiten werde. So, jetzt gucken wir es uns an. Bis dann, Freunde, danach bin ich raus. Lasst euch nicht verarschen. Und jetzt seht ihr, selbst das Eispack wurde eingewickelt nochmal in einer Frischhaltefolie, damit das also komplett steril ist. Und jetzt geht's los. Wir gehen ein bisschen ran und gucken uns das mal an. Okay, am I? Okay. Oder? Es wird immer vorher gekühlt, damit man den Einstich nicht spürt, damit das alles sehr, sehr oder ruhig ist. Das ist also immer noch yes. Und wie ihr seht, es ist immer nur wirklich so ein kleiner Fingertipp. Ne? Der Arzt fragt wahrscheinlich auch immer, tut's weh, habt ihr Schmerzen oder... Genau. Okay, hier. Und auch das kann ein Mann machen. Man kann die Zornesfalte weg botoxen. Man kann Tränensäcke weg botoxen. Ja. Man kann quasi mit Filler viel machen auch. Viel mit Filler machen und Hyaluron halt. Ja. Und das könnt ihr auch verbinden, Freunde. Das ist eine Sache, die könnt ihr verbinden, wenn ihr im Türkei Urlaub seid, wenn ihr sagt, ich fliege alle halbe Jahr mal nach Istanbul, ich gucke die Welt oder ich möchte mir einfach eine Handtasche kaufen. Ja? Hat man vorher ja auch auf dem Video schon eine Handtasche gekauft. Dann könnt ihr das einfach mitmachen. Ich meine ganz ehrlich, wenn ihr eine Handtasche kauft für 1000 Euro, könnt ihr auch eine Botox-Behandlung dazu nehmen. Da muss man ja ganz ehrlich sein. Ne? Eure Frauen vielleicht. Mhm. Ja. Was mir bei ihm sehr gut gefällt, ich habe ja das selber auch schon mal gemacht und habe mir das auch oft schon mal meinen Freundinnen angeguckt. Er ist wirklich sehr genau. Er macht wenig und sehr punktiert, damit einfach die Mimik noch natürlich erhalten bleibt und dass man nicht dieses One-Face bekommt und man hat gar keine Bewegung mehr im Gesicht. Und darauf legt er auch sehr, sehr viel Wert auf die Natürlichkeit. Hier sieht man jetzt auch ganz klar die ganz vielen kleinen Einstiche. Zack, 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 zack. Und wie ihr das sehen könnt, ja, das habt ihr nicht gedacht. Ich habe es selber nicht gedacht, dass ich hier eine Botox-Behandlung mit mal mitfilmen darf. Also es ist irre, weil ich habe es noch nie gesehen, wenn ich ehrlich bin. Okay, aber ich finde, okay. Wir sind also jetzt fertig mit der Behandlung. Jetzt wird das Gesicht natürlich noch gereinigt, sauber gemacht und ja, wie gesagt, also after Botox, this kind of this redness will be disappeared with maybe 15 or 20 minutes later. Okay. So we use such kind of loop. This is a kind of loop that we can see the big vessels. Yeah. And we escape from these big vessels and we don't want to cause some kind of bruising. Ah, okay. Exactly. Some tricks of doing Botox. Oh, yeah. So the effect of Botox will begin after 2 days. And okay, the total effect will be occurred between a week or 10 days. Okay. Normally, we call the patient after 1 week or 10 days, just we control if there is some kind of asymmetries, some kind of
problem, so we can correct also. Okay. Okay, Steffi, übersetze das noch einmal. Also nach 15 bis 20 Minuten sind auch die Rötungen weg. Und dann sieht das alles eigentlich wieder recht natürlich aus. Ich habe jetzt gerade so viel gesprochen, dass ich überlege, was das jetzt noch alles ist. Eine Nachuntersuchung sagt ja immer, man kommt noch mal rein, man kann das dann noch mal nachuntersuchen. Genau, nach zwei Tagen wirkt Botox generell. Erstmal zeigt es die erste Wirkung, aber man sagt, im Verhalten kann sich Botox erst nach einer Woche so richtig. Und er versucht halt immer, dass es alles symmetrisch ist. Ja. Und Why we use Botox? By Botox, we escape from really deep wrinkles on foreheads and on crow feet. Exactly. With Botox, diminish the effect of the muscle. For example, there is a two muscles, corrugator muscles. If it acts, it causes like this. Yeah. So we make Botox here, and we don't let this muscle contract and cause these wrinkles. Ah, yeah, okay. Exactly. Dass der Muskel nicht verspannt, sondern locker ist und dass einfach das alles ein bisschen lockerer wird und dass, dass dieser. Also deshalb wird das Botox seitlich gespritzt und nicht direkt in die Zornesfalte. Genau, genau. Aha, das heißt also, damit da noch eine ganz normale Mimik ist, wird es rechts und links gespritzt, nicht direkt in die Zornesfalte. So kann sie noch mit den Augen natürlich arbeiten und hat natürlich noch eine gewisse Gestik und Mimik im Gesicht. Ja? Exactly. And we try to make this Botox as a natural. If we make a lot of dose of Botox here, it causes some depression, and if we let this muscle cause, and it causes like this. Yeah, it's not natural. No, this is the normal, when we dieses katzenhafte Gesicht. Genau, das katzenhafte und auch dieses, wenn er zu viel in die Stirn spritzt und nicht auf kleine Punkte verteilt, kommt die Stirn total runter und es drückt nach unten. Genau, und durch dieses Runterdrücken hat man dann dieses katzenhafte Gesicht. Das blende ich euch auch jetzt mal an der Stelle ins Video ein. So will man natürlich nicht aussehen. Botox soll immer sehr natürlich wirken und das wird Mimik hier erhalten. Und Mimik erhalten und das wird hier 1:1 umgesetzt. Exactly. I always explain to my patient. Yes, something will change, but it will change natural. Not unnatural. Okay, the style of the Botox also is important. So as I said before, I don't force here so much, but I force here and I want to cause some kind of elevation, temporal elevation, not so much depression here, a little bit elevation, and it causes attractive and natural seal. Okay? Yeah.